Hallo, Freunde der Kanaren. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Günni und wünsche euch nun gute Unterhaltung. Circa 8000 Bewohner von Santa Úrsula ohne Trinkwasser. Das Ministerium für Gesundheit der Kanaren empfiehlt in bestimmten Gebieten, das Leitungswasser für das Kochen und den Verzehr nicht zu nutzen. Auslöser der Maßnahme ist das Bakterium Clostridium, welches im Trinkwasser gefunden wurde. Dies kann auch in siedendem Wasser, bis zu 110 Grad, überleben. Und das für viele Stunden. Sie können eine Magen-Darm-Entzündung mit Brechdurchfall oder Bauchgrippe verursachen. Daher ist der Verzehr des verunreinigten Wassers bis auf Weiteres untersagt. Betroffen von der Aktion sind das Viertel La Corujera, die Carretera Nueva Corujera, Las Tosquitas, El Cantillo, sowie die Straßen Tijarafe, von den Hausnummern 59 und 64 bis zum Ende. Paseo de Cala. Monroy. Ojitos. Tosca de la Iglesia. Von den Hausnummern 48 und 75 bis zum Ende. La Bastona. Fuente Ravelo. Lomo Hilos. Hilos Alto. Cuesta Pereira. Zarzales. Von den Hausnummern 75 und 58 bis zum Ende. Un die Calle Sumacal. Von den Hausnummern 17 und 34 bis zum Ende. Als Vorsichtsmaßnahme hat der Stadtrat 6 kostenlose Ausgabestellen eingerichtet, um den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu gewährleisten. Von 8 Uhr bis 20 Uhr können die Betroffenen sich dort mit Trinkwasser eindecken. Trinkwasser gibt es auf dem Platz Farrobillo.
nahe der Tankstelle? Auf dem Platz Place La Corujera. Im Umwandlungsbereich des IES Santa Úrsula. Beim Pabellón Fernando Luis. Sundin Park Rivera. Nicht zum ersten Mal ist eine Verseuchung des Trinkwassers auf Teneriffa, mehrfach in Santa Úrsula, festgestellt worden. In der Vergangenheit wurden wiederholt eine zu hohe Fluoridbelastung und andere Verunreinigungen registriert. Auch tragen die Werte im Abwasser bereits seit ein paar Jahren zur Besorgnis bei. In den Jahren von 2011 bis 2015 wurden kaum Spuren im Abwasser gefunden. Ab 2016 sind jedoch gelegentlich E. coli-Bakterien und Enterokokken aufgetaucht. Laut verschiedener Quellen wurden bis einschließlich 2021 22 Mal Werte gemessen, die deutlich über dem Normalwert lagen und daher als bedenklich gelten. 449 Proben wurden nach 2015 genommen. Ab 2021 hat sich die Situation nicht verbessert. So mussten des Öfteren Teneriffa-Strände geschlossen werden. Ein Lichtblick am Ende des Tunnels ist leider im Moment noch nicht zu sehen. Glücklicherweise gibt es auf der schönen Insel Teneriffa immer noch etliche Strände, die nicht betroffen sind. Hallo, wenn ihr keine Infos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und schaut mal, hier sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein. Vielen Dank.